Heute ist Welt-AIDS-Tag. Was fällt Ihnen spontan zum Thema AIDS und HIV ein? Ich habe selber in dem Beruf gearbeitet, für die Maria Ebene, Klinprägenz, also als Psychotherapeutin. Habe auch Klienten gehabt mit AIDS und ich finde, die Aufklärung fehlt bei uns nur sehr. Könnte noch mehr drüber sein. Was ich gehört habe, ist die Aufklärung in Amerika, dass man bald ein Mittel gefunden hat, wo scheinbar AIDS kein Thema mehr sein sollte, aber ich denke, das steht noch in den Sternen. Es ist eine Geschlechtskrankheit. Man hört es oft in Afrika. Und es kann über Blut und so übertragen werden, aber wirklich viel darüber lernen tun wir nicht. Ja, Verhütung, nicht verhütet, Drogen, ja, sonst, ja, halt Krankheit, die vor circa 20 Jahren publik wurde. Das ist eine Geschlechtskrankheit und die kann halt durch Geschlechtsverkehr oder so übertragen werden oder durch Blutberührungen und so, aber durch Küsse oder so, durch leichte Berührungen halt kann man nichts davor abkriegen und so. Wird durch Körperflüssigkeiten und so überdreht. Ja, jetzt zwar nicht beim Küssen oder so. Und ja, aber so viel weiß jetzt nicht drüber. Wo wurden Sie aufgeklärt, beziehungsweise reichen die Informationen, die man im Internet bekommt, oder gibt es auch genügend Aufklärung in der Schule? Also in der Schule haben wir das kurz mal durchgenommen, aber nicht wirklich so, dass man jetzt viel drüber weiß. Man weiß halt, dass das durch, wenn man nicht verhütet, überträgt wäre kann, aber mehr und über Blut und so, aber mehr lernt man dazu gar nicht. Ich glaube, mit der Aufklärung, das dürft schon klappen. Da hat man also in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemacht. Nur ist es in der letzten Zeit vielleicht wieder ein bisschen abgeflacht, das ganze Thema, weil in der Zwischenzeit gibt es auch Medikamente, wo man das Ganze ein bisschen hinausziehen kann, den Ausbruch dieser Krankheit. Oder? Und ja, vielleicht müssen wir wieder mal ein bisschen eine Auffrischung machen, das mehr publik machen. Oder? Also wir haben in der Schule das ein bisschen durchgenommen und dann im Internet habe ich auch mal was drüber gelesen, aber auch jetzt nicht so wirklich viel. Ja, jetzt in der Schule, in der vierten Klasse, im Gymi, haben wir uns gleich darüber aufgeklärt, aber nicht so genau. Ja, jetzt vom Internet weiß ich jetzt nicht viel. Ich meine, ich google ja nicht noch so Zeug oder so. Ja, eigentlich nur in der Schule hat man gleich was darüber gehört, aber wie nicht. Im Internet habe ich noch nie geschaut. Also ob ich da Informationen kriege in der Schule, denke ich, könnte noch mehr sein. Mehr Aufklärung, die Jungen vor allem. Oder Verhütung ist ein großes Thema, gerade mit dem vielen Alkohol, mit den Fäden. Also ist AIDS natürlich sichere Sache.